Heute zeige ich dir, wie du in weniger als einer Minute vom Amateurspieler zum Pro werden kannst. Jetzt, wo ist der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Pro? Ja, als ich angefangen habe, Golf zu spielen, da drehte sich alles nur um den Golfball. Das heißt, meine Golfschwünge waren zu Beginn an dem Golfball gewidmet. Und ich muss schon sagen, die ersten paar Mal habe ich den Ball gar nicht getroffen. Das sah irgendwie so aus, ich bin hingestanden, wollte den weghaben und habe Luftschläge gemacht. Glaube ich, 3 Stück nacheinander. Dann mit der Zeit fand ich heraus, wie ich es machen musste, um den Ball zu treffen. Und schlussendlich war es dann zum Schluss dann noch so, dass ich gelernt habe, mit voller Power durch den Ball zu gehen, damit ich den Ball möglichst weit auch spielen konnte. Das ging gut bis Pro-Niveau und lernte dann eigentlich den Unterschied, was es heißt, einen Golfschläger zu benutzen, wie es die Profis machen. Jetzt, wo ist der Unterschied? Das siehst du jetzt hier, die Linie runter. So, früher habe ich, bin hingestanden, zum Ziel geschaut und dann war da volle Pulle, Einsatz. Je schneller und so kräftiger, umso weiter ging der Ball. Wenn man schaut, warum das Pros konstanter sind als Amateure, dann liegt das am Schwung. Stell dir vor, du bist das Ziel und ich müsste in deine Richtung spielen. Wenn ich meine alte Technik brauchen würde und mit viel Tempo noch würde versuchen, den abzugeben, dann siehst du schon, das kann rechts, links, wenn ich Glück habe, geradeaus gehen. Ich habe dann als Pro gelernt, und das kann man auch im Fernsehen sehen, den Schläger anders einzusetzen, um konstanter spielen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt einen Golfschwung mache oder wenn die anderen Profispieler einen Golfschwung machen, dann ist der Schläger immer zum Ziel orientiert, egal welchen Schläger das sie in der Hand haben. Das dreht sich also nicht mehr um den Golfball, um den wegzukriegen, sondern eigentlich geht es vielmehr um den Schläger, dass sich der Schläger Richtung Ziel bewegt. Und das ist eigentlich nur der kleine, aber große Unterschied zwischen einem Amateurspieler, der noch nicht gelernt hat, wie man konstant werden kann, was das man braucht, um einen Golfball dahin zu kriegen, wo man ihn haben möchte, wenn man den Schläger besser bedient. Jetzt, was muss in erster Linie passieren, damit man den Schläger besser bedienen kann? Es ist ganz einfach, du brauchst deinen Verstand, weil dein Verstand koordiniert deinen Körper. Stell dir vor, du möchtest jetzt nach Hause gehen, dann stehst du auf und gehst nach Hause. Also war das ein Entscheid und du hast schlussendlich deinem Körper gesagt, was zu tun ist oder was du machen möchtest. Und beim Golf ist es das Gleiche. Nutze deinen Verstand, sag dem Körper, was du mit dem Schläger machen willst, übe das auf der Driving Range und ich bin mir sicher, du wirst in kurzer Zeit von einem Amateur zu einem besseren Golfspieler werden, wo man den Unterschied sieht, ob du einen Amateurschwung oder einen Profischwung entwickelt hast. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Entwickeln und beim Wechseln vom Amateurlager ins Profilager. Wenn du eine Frage hast, schreib mir diese unten in die Kommentare. Ich freue mich darauf, diese zu beantworten. Ich wünsche dir nun jetzt viel Erfolg beim logisch Denken, Handeln und erfolgreich Golf spielen. Danke für die Glocke. Fürs Abonnieren vom Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.